Freunde der gepflegten Kunde, heute ist wieder Zeit für ein neues Video. Heute geht es wieder um Motorräder. Und zwar, das ist eine Honda CB450. Man findet von dem Teil richtig wenig Videos im Internet und ich habe mir gedacht, ich zeige es euch einfach. Das ist von meinem Papa das erste Motorrad gewesen. Es hat 54.100 Kilometer, von dem bin ich ungefähr 3.000 gefahren. 3.000 der Papa, 30.000 der Papa, muss man so sagen, und den Rest andere. Bekannte, muss man eigentlich sagen, fast. Also die ist immer im engeren Kreis geblieben und ja, von 1967 ist die. Cool, da sieht man den Rätselmesser. Da Armaturen, alles ganz cool. Dann neue Griffe von Fermoto, da Kupplung. Aufblenden, abblenden, Hupe, Horn, Turn. Da bin ich wunderschön bei einem Teich. Ja, und jetzt zeige ich das Motorrad einfach. Motorisierung haben wir 2 Zylinder. Da kann euch der Papa genaueres erzählen dazu. Aber 2 Zylinder. Doppelvergaser. Und die hört sich recht cool an, weil die hat die OTs von den 2 Zylinder jetzt immer gleichzeitig. Das hört man, wenn man jetzt anstartet. Hat einen ganz coolen Charakter, der Motor. Und dann. Fünf Gang Fußschaltung. Da sieht man, da ist der Schalthebel. Der geht von Getriebe raus nach hinten. Dann, der ist nicht wassergekühlt, der hat nur einen Ölkühler. Das heißt luftgekühlt. Da wieder das Signature Move von Papa. Stahlflexleitungen. So schaut sie von vorne aus. Einfach ein Naked Biker cooles. Road Sports. Vorne Doppelscheiben sogar schon. Damals sehr innovativ gewesen. Mit den guten Metzler Reifen. Das wollte ich nur mal sagen. Vorstellung. Das war jetzt so quasi die Vorstellung von dem Motorrad. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich mag einfach zu allen Motorrad, die fahre eine kurze Vorstellung machen. Da sieht man 450S. Hier hinten noch mit Doppelfedern. Dann da Benzinhahn. Den darf man nicht vergessen. Wenn man jetzt keinen Sprit mehr hat, muss man auf Reserve dran. Also man muss das so nach unten bewegen. Sonst bleibt man stehen, dann schaltet er nochmal 2 Liter extra frei. Honda, damals. Schreibt in die Kommentare, wie viel das Motorrad glaubt ihr damals in österreichische Schilling gekostet hat, wo es neu rausgekommen ist. Würde mich interessieren, ob ihr das erratet. Und ja. Ja. Sitzposition ist sehr liegend, also muss man echt mögen. Man braucht schon relativ lange Arme, dass man da vorkommt. Also man sitzt schon weit vorne. Das Motorrad ist A2 tauglich. Es hat um die 45 PS. Es hat noch nie was verändert werden müssen beim Motor oder so. Der einzige Nachteil, muss ich ganz ehrlich sagen, bei 4000 Umdrehungen ist so eine Resonanzfrequenz von dem Motor. Und da vibriert einfach das ganze Motorrad. Das heißt, das muss man irgendwie vermeiden. 4000 Umdrehungen meiden, also entweder drunter oder drüber. Wenn der Motor kalt ist, drunter. Wenn der Motor warm ist, drüber. So ist es meine Taktik. Und ja. Wunderbar zum Fahren, das Teil. Ich find's cool. Und jeder, der was Motorradl anfangen will, ich würde es empfehlen, zuerst einmal mit wenig PS anzufangen und dann sich langsam zu steigern. Das hat schon einen Sinn, wieso man da A1, A2, und A hat. Es macht wirklich Sinn, weil ich verstehe das vollkommen, wenn du jetzt so viel Leistung, wenn du mit 150 PS anfängst, dann bist du einfach tot. Weil du einfach einmal aufdrehst und du bist in der Wand. Also hast du überhaupt keine Chance. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet, cool oder nicht cool. Und ja, normal gibt es auf dem Video eben Mercedes-Videos, aber ich habe gedacht, die Motorräder, die der Papa hat, zeige ich euch auch. Ja, das ist das erste jetzt, was ich euch gezeigt habe. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Der hat alles so ganz, ganz alte Motorrad, eigentlich aber coole Retro-Bikes. Und ja. Dieses Jahr mache ich den A-Schein und da kann ich alle fahren.
Hebebühnenprojekt ist gerade am Trocknen, also das Fundament trocknet, das taugt mir. Und ja. Have fun. Stay safe. Fahrt nicht zu schnell. Euer Daimler Bernd.